Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ich bin Blue1980 und jetzt geht's los. Ich habe euch einen Schreckschussrevolver diesmal mitgebracht, einen Harrington & Richardson in der Originalverpackung. Das ist eine Schreckschusswaffe, ja. Hatte wohl ursprünglich mal, wenn man dem Glauben schenken darf, so viel gekostet in D-Mark. Dann haben wir hier noch das Label an der Seite. Hier stehen auch noch ganz komische Zahlen drauf. 295 Mark oder sind es diese? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist die Verpackung von diesem tollen Revolver, den wir jetzt gleich sehen. Da ist er. Ja, der sieht jetzt natürlich... Ist jetzt ein bisschen ungereinigt auf jeden Fall. Geölt ist er auf jeden Fall, man sieht es. Und zwar sehen wir hier im Kaliber 9mm Knall. Modell 900, made in USA, deutscher Beschuss, Nitro. Sieht man da. Von der Firma REC mit der PTB-Nummer 206. Beschossen 1979, 3 Kronen, Köln, Nitrobeschuss. Hier ist noch die Originalbeschriftung von dem Gerät. Das ist ja natürlich nachträglich und das ist auch nachträglich in Deutschland eingeprägt worden. Genau wie der Adler, das Modell 900 und das Kaliber mit den USA war schon original drauf. Auf der anderen Seite haben wir nichts. Wir haben an diesem Revolver Echtholzgriffschalen verbaut. Die Seriennummer ist hier. Um diesen, also der Revolver, das kann ich jetzt mal zeigen, hat Single Action und einen Double Action Abzug. Double Action geht recht schwer. Um den zu öffnen, muss man diese Kimme hier anheben. Das ist die Verriegelung und dann kann man den hier öffnen. Man sieht, hier ist alles aus Stahl gefertigt. Also das ist eine scharfe Waffe gewesen, die in 9mm Pack konvertiert wurde, umgebaut wurde. Hier sieht man alles schön Stahl. Die Trommelbohrungen sind versetzt. So. Um die Trommel zu entnehmen, gibt es hier so ein kleines Knöpflein. Das kann man runterdrücken. Das mache ich jetzt mal. Ja, so, und dann kann man die Trommel nach hinten rausnehmen. Dann zeige ich euch mal die Laufwurzel. Die sieht so aus. Die Sperre kann man sehen. Besteht hier aus einem Querstift direkt hier vorne. Und hier sieht man auch sehr schön, ist der reingetrieben und nachher noch brüniert worden. Und weiter vorne haben wir nochmal zwei Stück. Einmal hier runter und einmal auf der Seite. So, um die wiederzufinden, das ist ein bisschen schwieriger. Da muss ich gerade nochmal gucken. Ja, das finde ich jetzt nicht mehr wirklich wieder. Auf jeden Fall, die sind auch irgendwo hier eingelassen. Ich finde es nicht mehr. Ja, wie gesagt, hier ist alles aus Stahl soweit, ja. Der Revolver ist fünfschüssig. Das ist jetzt hier die Trommel. Die hat natürlich auch einen deutschen Nitrobeschuss irgendwo drauf. Ja, hier 3 Kronen, hier den Nitroadler und hier im Kreis ist nochmal die Seriennummer, zumindest die letzten Zahlen, 742, hier haben wir die 742, ja,
Und außen haben wir auch nochmal die 7, 4, 2. Also man sieht, der Aufstoßer und die Trommel gehören zusammen. Das Finish ist so eine Art, wie soll man sagen, Schwarzchrom. Das wirkt sehr hochwertig, es ist total glatt. Jetzt nicht nur, weil die Waffe geölt ist, sondern es ist wirklich total aalglatt. Fühlt sich echt toll an, das kann man sagen. Der Lauf von vorne, jetzt zeige ich gerade mal, hat ein Gewinde abbekommen für einen Abschussbecher. Als die Waffe noch scharf war, hat sie das natürlich nicht gehabt. Und der Lauf, wie man hier auch sieht, der ist glatt. Ist ein Glattlauf. Ja, um die Trommel wieder einzusetzen, bei diesem Revolver legt man das hier so ein und drückt nun, ich kann das mal zeigen, hoppla, das ist dieser Penüppel hier, den drückt man, ich stelle das auch mal scharf, damit man das sieht. Ja, also da arretiert die Trommel und setzt die jetzt hier so drauf. Das und dann ist das schon drin. Da ist nämlich so eine Kerbe eingefräst. Schließen tut er auch einwandfrei. Der Schlossgang ist einwandfrei. Hier ist noch so ein kleiner Druckstift, was der genau für eine Funktion hat. Ich könnte mir vorstellen, das ist eine Art Sicherung, weil der auch mit korrespondiert. Im Übrigen haben wir auch hier eine Fallsicherung. Ist der Abzug gedrückt, kommt der Schlagbolzen raus. Ich denke, das sieht man so ganz gut. Lasse ich jetzt den Abzug los, verschwindet dieser. Ich simuliere jetzt einfach mal einen Fall. Das heißt, die Waffe löst aus. Ich lasse aber den Abzug los und dann fällt der Hammer in die Sicherheitsrasse bzw. der Schlagbolzen kommt nicht raus. Also Sicherheit ist gegeben. Jetzt kommen wir zum Schluss, sage ich mal, noch zu der Frage, wie viele wurden umgebaut. Das weiß ich leider nicht, konnte ich auch nicht in Erfahrung bringen. Ich schätze mal auch, dass es bloß, also Stückzahl unter 1000 und ich vermute mal auch deutlich unter 1000 ist. Darüber hinaus werden die mittlerweile teuer gehandelt. Also man muss sich für sowas schon mindestens 500 Euro hinlegen, wenn man einen haben möchte. Mit Verpackung original, die ist natürlich jetzt auch mittlerweile rar. Wird man dann schon deutlich mehr hinlegen müssen, also 550 bis 750 wird dann schon drin sein, je nach Zustand. Diese Waffe ist jetzt schon geschossen gewesen, aber man sieht, die ist einwandfrei wieder gesäubert worden. Man sieht davon eigentlich so nichts. Ich kann die Visierlinie gerade nochmal zeigen. Kimmelkorn. Das Korn, genau, das lässt sich auch hier mit dieser Einstellschraube hoch und runter bewegen. Das kann man hier ein bisschen, ja, ist da so eine Madenschraube drin, die das Ganze dann so ein bisschen hebt. Seitliche Verstellung ist hier möglich über diese Schräubchen, ist aber bei der Schreckschuss-Variante egal und zu vernachlässigen. Jetzt zeige ich noch, was haben wir noch hier in der Packung drin. Die Packung hat hier so einen schönen Penüppel, wo man die Waffe einhängt. Eine Putzbürste war dabei. Und der Abschussbecher war leider nicht mehr dabei. Wir haben hier allerdings aber noch was zum Trocknen. Die Original-Werbung von damals,
Harrington und Richard Arms. Hier steht die Firma, bla bla bla. Also ein qualitativ hochwertiger Ganzstahl. Kipplauf-Revolver. Fünfschüssig. Achso, und hier hat man sich einen kleinen Scherz erlaubt. Und zwar Echtheitszertifikat von einem gewissen Silvester, Baron von Fürstenberg. Ich denke, das ist ein Witz. Hier ist noch die Bedienungsanleitung. 4 Zoll Lauf. Gassignal. Hier sind noch die ganzen mechanischen Teile benannt. Nomenklatur. So. Die Handhabung. Das Schießen. Single Double Action. Signalsternen. Signalsterne im Singular. Ja, auch noch niemals horizontal abfeuern, die Signalsterne. Entladen. Und dann Arnsberg Rec. Ein Unternehmen der Umarex-Gruppe war das damals schon. Der Name Umarex, da versteckt sich auch der Name REC. Das ist das RE. Ja, und hier haben wir auch dieses lustige Zertifikat. Hiermit bestätige ich, dass dieser von Ihnen erworbene Original US Harrington und Richardson Revolver Modell 900 ein hochwertiger Kipplauf-Revolver aus hochlegiertem Molybdän-Waffenstahl mit hervorragenden Eigenschaften ist. Silvester, Baron von Fürstenberg, so rum. Also ist nett gemacht, ist aber keine Originalunterschrift, das ist gedruckt. Das kann man aber nur im Original so sehen. Und hier haben wir noch einen Handgun Guide. Von der scharfen Waffe vermutlich. Das ist ganz interessant für Leute, die so ein bisschen nostalgisch angehaucht sind. Das ist wirklich noch original von der damaligen Zeit. The Fun of Blinking. Finde ich ganz nett gemacht. Auch mit diesem Symbol der Gimmickhorn. Hunting. Kann man Siebenschläfer schießen und die Verschlusssache noch. Ja, also alles in allem ein schöner, teurer Revolver, der viel Spaß macht und mit Sicherheit auch noch Wertsteigerungspotenzial hat. Verarbeitung, wie gesagt, ja, hochwertiger Molybdän-Waffenstahl. Echtholzgriffschalen mit Emblem H&R, also echt richtig schön gemacht. Legal zu erwerben ab 18. Lebensjahr und führen könnte man das Teil natürlich jetzt auch, wird aber nicht so viel Sinn machen wegen dem Trommelspalt und dem dünnen Laufdurchmesser, Diameter, wie auch immer. Ist halt eher was zum Sammeln als Wertanlage. Alles andere wäre wirklich schade, auch wenn er sich gut reinigen lässt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ihr mir ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal. Bye bye.